Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23 hier mit dem FC Schalke. Mission Wiederaufstieg, ne? Diese Mission sind wir angegangen, aber man muss sagen, perfekt läuft es noch nicht. Ne? In der letzten Folge 2 Unentschieden, eine Niederlage. Es wirkte zwar so, gerade gegen Regensburg als auch Bielefeld, eigentlich auch gegen Kaiserslautern, bis wir dann diese zwei Gegentore bekommen haben. Eigentlich läuft es so langsam mit der Abwehr, ne? Die wirkt immer stabiler und stabiler. Ich hoffe, das können wir auch in dieser Folge durchziehen, dass man da wirklich da hinten einfach nochmal hier und da öfter die Null halten kann, weil offensiv sind wir nicht so schlecht. Ja, Salazar fällt jetzt erstmal ein bisschen aus, das schwächt uns schon, aber wir haben ja nicht umsonst unter anderem Wallner hier, unser mega Top-Talent, ne? Dann auch Bostogan. Ich habe allgemein mal ein bisschen geguckt gehabt bei Schalke. Wer aus der eigenen Jugend kommt, Bostogan kommt übrigens auch aus der eigenen Jugend, was ich auch sehr interessant finde, ne? Dann haben wir momentan hier im Kader, ich denke mal, Top, der dürfte irgendwie ein Regent, nicht Regent sein, einfach nur ein neuer Spieler, Jugendspieler, der irgendwann mal dazu kam hier, ne? Dann haben wir Wallner aus der eigenen Jugend, Aydin ist ja auch ein Rückkehrer, muss man sagen, Bostogan haben wir auch noch aus der eigenen Jugend, also immerhin 4 Leute und Sané, als auch Fährmann, ne, den haben wir auch wieder zurückgeholt, sind auch nochmal 2 Spieler, ne? Ich meine, Schalke ist dafür bekannt, für gute Jugendarbeit, ne? Und das, daran wollen wir natürlich auch anknüpfen. Allgemein gefällt mir das Team sehr, wie es zusammengestellt ist. Ne? Wir haben ein paar erfahrene Leute, wir haben einige sehr interessante junge Spieler. Wir haben auch ganz klare Stars für die zweite Liga. Und eigentlich haben wir alles, um wieder aufzusteigen. Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, sind die Ergebnisse. Aber gehen wir rein ins Duell hier gegen Dresden und hoffen mal, dass die Ergebnisse ab jetzt wieder stimmen werden. Hier haben wir die Aufstellung von Dynamo Dresden mit Müller im Tor. Sie spielen in einem 4-2-3-1-System. Wer hätte es gedacht in der zweiten Liga? Irgendwie spielt jeder mit diesem System. Auf jeden Fall deren Viererkette mit Meier, Ehlers, Kammerknecht, geiler Name, Melichenko, Hauptmann, Will im ZDM, Pietro, Batista Meier auf Außen, Schibrakowski im ZOM und Hoffmann ganz vorne. 4-2-3-1-System hier bei Dresden. Übrigens will ich auch Danke sagen für eure zahlreichen Kommentare im letzten Video, wo ich euch ja gefragt habe, seit wann ihr mich verfolgt. Normalerweise kann ich immer erst ein Video später auf das letzte Video eingehen, weil ich vorproduziere. Diesmal habe ich es nicht ganz geschafft. Also ich mache das hier auch gerade tatsächlich am Sonntagmorgen. 4-2-3-1-System auch bei uns. Ich wollte nur einmal fetten Dank sagen für die ganzen Kommentare. Aufstellung bei uns mit Steffen, Friedel, Pfeiffer, Svensson, Donkor, Cardoso, Flick im ZDM, Hoffmann, Harit auf Außen, Wallner im ZOM und Sanko vorne in der Sturmspitze. Harit Zorball jetzt hier auf Svensson. Beide Teams bisher noch mit keinem Abschluss. Hoffmann. Ah, der hohe Ball. Sanko macht das richtig gut. Das ist super gespielt von Schalke. Und der erste Abschluss ist gleich mal ein Treffer. Wunderbar gespielt hier von den Schalkern. Richtig gut hier kombiniert, muss man sagen. Man hat hier wirklich eine Lösung gesucht. Ne? Jonas Hoffmann auf der rechten Seite ganz am Anfang dieses Angriffs hat sich da fast schon festgefahren. Sie spielen es dann aber schön drumherum. Und so ist das natürlich richtig, richtig gut gemacht. Also hier sehen wir nochmal Harit auf Dingens, ne, war es? Ne, es war gar nicht Harit, es war Wallner, der auf Flick gespielt hat. Flick mit dem hohen Ball auf Sanko. Der legt den Ball mit dem Kopf auf Harit ab. Und der per Dropkick mit dem ersten Schuss in dieser Partie hier mit dem Treffer für die Schalker. Also 1-0 vorne nach 2 torlosen Spielen für die Königsblauen. Treffen sie hier heute, die hier in den türkisen, in diesen helltürkisen Trikots spielen. Harit in der 17. Minute mit dem Treffer. 1-0 auswärts gegen Dynamo Dresden. Wir gucken mal, was Wallner daraus machen kann. Wallners Freistoß kommt richtig gut und er ist drinne. Der junge Österreicher hier mit dem Treffer. 2-0 in der 29. Minute. Wallner mit einem hervorragenden Freistoß. Müller, der Keeper von Dynamo Dresden, kommt da nicht mehr ran. Und es ist das erste Tor in der Karriere von Wallner, ne? Also unser Supertalent hier mit seinem ersten Treffer per Standard. Hier gucken wir uns nochmal den Freistoß an. Der war exzellent getreten, muss man sagen, ne? Aus 19,7 Metern. Perfekt zwischen den beiden Männern dort. Wenn sie hochspringen, kriegen sie den vielleicht. Aber auch nur vielleicht, weil der ist eigentlich schon sehr geil dazwischen platziert. Der Keeper hat da keine Chance. Der war super platziert von Wallner. Veloce kann sich hier auch natürlich zurecht freuen. 2-0. Harit und Wallner bringen momentan die Schalker hier auf Erfolgskurs. Und Cardoso holt sich fast den Ball. Harit ist schneller als sein Gegenspieler. Harit macht das gut. Der Pass rein das. Sanko mit dem Schuss, der war sogar noch abgefälscht. Aber Müller hat den. Jetzt hier Will. Gut gespielter Ball. Der Schuss ist drinne. Super Abschluss hier von Dresden. 2-1. Sie waren bisher sehr, sehr ungefährlich. Bisher konnten wir alles dort neutralisieren. Alle ihre Angriffe. Aber jetzt sind sie halt wieder da, ne? Schibrakowski. Wilder Name auf jeden Fall. Macht den Ball rein. Die Nummer 11 von Dresden. Sie sind wieder back. 2-1. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht wie gegen Kaiserslautern das 2-2 sich fängt. Jetzt haben wir hier Tommy eben eingewechselt.
Cardoso, guter Ball auf Sanko. Sanko mit dem Assist und das 3-1. Sanko, muss man sagen, sehr, sehr uneigennützig in dieser Situation. 3-1, Schalke sorgt hier höchstwahrscheinlich für die Entscheidung, ne? Damit kann man schon auf jeden Fall rechnen. Bostogan hier, der eingewechselt worden ist für den angeschlagenen Wallner in Halbzeit 2, also am Anfang direkt. Hier sehen wir es aber nochmal. Guter Ball hier auf Sanko. Sanko mit der Übersicht, gibt den ab. Da ist Bostogan und schon steht es hier 3-1 Schalke. Absolut verdient auch die klar bessere Mannschaft in dieser Partie. Da kann der Keeper Müller kaum was machen gegen den Schuss, ne? Aus der Distanz. 3-1 führen die Schalker hier und da müsste schon viel passieren, dass Dresden hier nochmal zurückkommt. Ah, die Grätsche geht nicht ganz durch. Und jetzt hier Dresden. Dresden mit der Chance oder was? Batista Meier macht das richtig gut, aber Steffen hat den. Und es gibt Elfmeter. Da war anscheinend Friedel zu hart im Zweikampf gegen Batista Meier. Die beiden Ex-Bayern München-Spieler hier im Duell. Hier sehen wir uns das nochmal an. Er hält da nach dem Schuss einfach nochmal rein. Ne? Man muss echt sagen, so wie er mit seinem Arm gefallen ist, könnte auch echt gebrochen sein. Ne? Aber gut, wir gucken mal. Jetzt Steffen hier im Duell gegen Batista Meier. Und er bleibt einfach stehen, Steffen, und hält damit den Elfmeter. Hat das super gemacht. Hat das super gemacht, Steffen, unser US-amerikanischer Keeper. Spiel ist rum. 3-1 gewinnt hier Schalke. Dresden hatte durchaus die Chance auf den zweiten Treffer mit dem Elfmeter, ne? Aber das ist ein absolut verdienter Sieg für die Schalke hier gewesen. Absoluter Sieg auch hier mit 3-1, ne? Auch wenn wir gar nicht so viele Chancen hatten, ne? Wir hatten aber mehr, also die größeren Chancen. Wir hatten eine deutlich genauere Quote, was die Pässe angeht. Also 78% nur bei den Dresdnern. Wenn man mal guckt, 166 Pässe gespielt, das gefällt mir auch, ne? Viel Kontrolle gehabt, 58% Ballbesitz, das passt. Und am Ende gehen wir hier als Sieger hervor mit 3 Punkten. Das ist natürlich das Allerwichtigste, ne? Du kannst auch spielerisch schlecht spielen und am Ende die Punkte mitnehmen. Und ja gut, Wallner nur 5 Tage verletzt, also nur ein kleiner Ausfall. Kleines Wehwehchen, nichts Ernstes, ne? Das heißt, gegen Kiel kann er theoretisch auch wieder mit dabei sein. So. Svensson wird wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen im nächsten Game, ne? Was ich nochmal kurz gucken wollte, ist nämlich, ne, nicht dran. Ich verwechsel das immer und immer wieder, ne? Transfer und Teamzentrale. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte nochmal gucken wegen den Verträgen, ne? Ich meine, wir haben Jonas Hoffmann, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Auch Wallace und Konig, aber wir haben hier immer noch Tommy und Flick auch, ne? Beziehungsweise vor allen Dingen Flick. Der gefällt mir richtig gut, der ist richtig stark. Da würde ich auf jeden Fall auch mal in die Vertragsverlängerung gehen. Weil der gefällt mir als ZDM, als Abräumer. Gerade wenn man im nächsten Jahr vielleicht Rabinger holen will oder Rabiger, dann könnte das sehr, sehr interessant werden als Duo Flick und Rabinger. Wir machen mindestens 2 Jahre, ne? Keine Ausstiegsklausel am besten, sehr gut. Beim Gehalt kriegst du 30.000, eine kleine schöne Erhöhung. Das sollte dich auch freuen. Und dann halten wir hier Flick erstmal ein paar Jahre, hat nochmal jetzt 4 Jahre Vertrag, das ist sehr gut. Sonst noch irgendjemand mit dabei? Friedel hat noch 2,5 Jahre Vertrag. Harit, Cardoso. Gerade Cardoso könnte man nochmal versuchen zu verlängern, ne? Weil er auch noch so jung ist. Da gehen wir dann auch nochmal rein. Und gucken mal. Ob man mit ihm nochmal so über 2-3 Jahre verlängern kann. Ah, er will sogar 2 Jahre, dann geben wir ihn 3, dann haben wir ihn 6 Jahre unter Vertrag. Das ist perfekt. Genau sowas wollte ich. Und beim Vertrag müssen wir auch nicht zu hoch gehen, 10.000. Das ist eine Verdopplung seines Gehaltes auf entspannt, ne? Damit ist er dann auch zufrieden. Dann haben wir ihn jetzt 6 Jahre unter Vertrag hier. Haben allgemein, ne? Am längsten unter Vertrag haben wir Cardoso, dann Top natürlich, Pereira und dann halt die Neuzugänge auch, so Leute wie Pfeiffer und Co., ne? Aber das passt. Da haben wir auf jeden Fall eine große Sicherheit, was das angeht, wie der Kader aussehen wird nächstes Jahr. In der Tabelle nochmal kurz einen Überblick. Wir sind schon 6 Punkte hinter Bochum, muss man sagen, ne? Mit 1 Spiel weniger. Das heißt, wenn wir jetzt hier gewinnen gegen Kiel und danach das Spiel gegen Bochum auch noch gewinnen, können wir an denen vorbeiziehen. Das heißt, jetzt die Aufgaben hier erfüllen und dann könnten wir eventuell schon Dritter sein. Hier mit der Aufstellung von Schalke. Im 4-2-3-1-System spielen sie hier gegen Kiel. Im Tor haben wir natürlich wie immer Steffen. Ne? Wir gucken gleich auf die komplette Aufstellung. Und zwar in der Viererkette Friedel und Greimel. In der Innenverteidigung Aydin, Donko auf Außen, Kubica, Flick bilden das ZDM, Hoffmann, Harit auf Außen, im Mittelfeld Bostogan im ZOM und Sanko ganz vorne im Sturm. Zuletzt ja 2 Vorlagen gegeben, der Stürmer, ne? Sanko selber noch nicht getroffen, aber schon, ich glaube, 3 oder 4 Assists müsste er jetzt schon haben. Wir gucken uns aber auch gleich mal die Mannschaft der Kieler an hier, aus dem hohen Norden. Und zwar mit Simon im Tor, sie spielen ein 4-1-2-1-2-System. Erfrischend, mal was anderes zu sehen als ein 4-2-3-1-System, ne?
Junge, Junge, spielen Sie doch nochmal ein paar andere Systeme auch hier. Mit Vegada und Lemonier in der Innenverteidigung, Becker, Cadera auf Außen, Schulz, sorry, Schulz, Porat, Sander, Aslan bilden das Vierer-Mittelfeld ab und Pichler ganz vorne, also auch Jan Fiete ab, das ehemalige große Talent vom FC Bayern München bzw. von Hamburg, immer noch bei Kiel, 4-1-2-1-2 System bei Kiel, so ist es richtig, Spiel hat auf jeden Fall begonnen und wir gucken mal, wie es ausgehen wird. Harit, Bostogan, jetzt hier auf Harit. Die Flanke ist nicht schlecht und Sanko, das wäre es gewesen, ne? Wenn er den gemacht hätte, hier gleich zum Beginn so ein richtiges Spektakel geliefert hätte, aber leider geht er nicht aufs Tor. Aydin, na, macht das gut, gute Bewegung von Aydin. Aydin nach wie vor den Ball, spielt den super hier auf Bostogan, der mit dem Abschluss und das 1-0. Das war aber stark gemacht von Aydin, muss man sagen, ne? Hat sich das schön um seine eigene Achse gedreht, läuft nicht nach außen, wie man es oft von ihm gewohnt ist. Geht ins Zentrum, spielt den Ball dann auf Bostogan und der mit einem schönen flachen Abschluss. Ja, der kommt auch immer besser in die Saison, muss man sagen, der Bostogan. Aydin auch richtig stark, ne? Auch hier mit dieser einen Finte, wo er so tut, als wenn er wirklich nach außen ziehen will. Eröffnet er in der Mitte viel Platz. Bostogan hat da eben diesen Platz, der mit einem guten Abschluss, mit einem guten flachen Abschluss macht es den Keeper schön schwer. Schön platzierter Ball und da kann der Keeper dann nichts mehr machen gegen den Treffer von Bostogan. Drittes Tor in der siebten Partie, also er bewirbt sich auf jeden Fall auch dafür, öfter mal Stamm zu spielen, ne? Jetzt gerade wo Salazar verletzt ist. Denn er macht das richtig, richtig gut aktuell. Na, Flick, na? Wohin mit dem Ball? Oh, was machen sie denn da, hä? Mann, was mach ich da, hä? Ich war so überrascht gerade von dieser Aktion. Das war einfach verwirrend gerade. Borat. Na, jetzt hier ab. Gut gespielt und der ist drinne. 59. Minute. Aslan mit dem Treffer. Kann hier ausgleichen für die Kieler. Finden da die Lücke, finden da die Anspielstation und finden vor allen Dingen auch einen guten Abschluss, muss man sagen. Ne? Hier sehen wir es, Ahmed Aslan läuft da gut rein. Niemand verteidigt ihn so wirklich. Der trifft den Ball dann richtig, richtig gut. Ne? Macht ihn dann rein. 1-1, Kiel ist back. Hier in der 59. Minute. Was ein Einsatz. Und jetzt hier Wallner mit dem hohen Ball auf Tommy, der wiederum auf Wallner. Der geht da ins Dribbling überrang, macht ihn nicht rein. Macht ihn nicht rein. Was war das für eine Aktion von Wallner? Das hätte ein wunderbarer Treffer sein können. Leider wurde es der nicht, ne? Aber das Ganze ist vielleicht noch nicht vorbei. Wallner, jetzt hier der hohe Ball auf Sanko und der macht ihn auch nicht rein. Große Chancen jetzt hier gerade für Schalke, um das Spiel wieder an sich zu reißen. Aber man muss diese Chance noch nutzen. Jetzt hier vielleicht Wallner nochmal. Wallner hat den Ball. Spielt den darüber. Aydin. Aydin. Wieder in den Rückraum auf Wallner gespielt. Wallner gut nochmal weitergeleitet. Der hohe Ball. Sanko kommt da nicht ran. Kiel kann das jetzt hier endgültig klären, oder? Freistoßmöglichkeit für Jan Fiete ab. Kann er das Spiel hier vielleicht entscheiden durch so eine Standardsituation? Aslan gibt den Ball ab. Und da ist aber Cardoso gewesen. Der war sehr aufmerksam. Macht das stark. Und Cardoso, was ein Zweikampf. Was ein Zweikampf von Cardoso. Holt sich da gut den Ball. Super Doppelpass. Und jetzt hier Cardoso. Wird er hier zum Held des Spiels oder was? Cardoso. Cardoso. Cardoso mit dem Abschluss. Und er macht ihn rein. Cardoso ist der Held dieses Spiels. Defensiv gerade richtig gut sich erfightet. Den Ball da gehalten. Mehrmals reingegangen in die Zweikämpfe, bis er diesen Ball hatte. Dann der Doppelpass mit seinem Mitspieler. Und jetzt hier auch noch der Treffer vom zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Von Cardoso. Vom Eigengewächs hier ebenfalls. Vom brasilianischen Eigengewächs. Hier sehen wir, oh, da sieht der Keeper aber auch alles andere als gut aus, wenn man ehrlich ist. Also den darfst du halten. Der kommt so zentral, da sage ich sogar, den musst du halten. Aber für uns soll es durch recht sein, ne? Wir machen den Treffer hier. Cardoso hier, die Nummer 15, überragende Aktion einfach von ihm. Defensiver Hustle und vorne noch den Willen, diesen Ball unbedingt reinzumachen. 2-1 für Königsblau hier, für Schalke 04. Und jetzt hier Kiel über die rechte Seite. Wir sind in der Nachspielzeit, das ist gefährlich. Das könnte die letzte Möglichkeit werden, der Kopfball ist aber sehr ungefährlich und Steffen hat den, das Spiel ist rum. 2-1 gewinnt hier Schalke. Man muss wirklich sagen, der Hustle von Cardoso hat uns diesen Sieg wirklich erkämpft, ne? Das kann man definitiv so sagen. Nach diesem Freistoß von Kiel, wie er das gemacht hat, war überragend. Absolut auch hier wieder verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Wir waren insgesamt die bessere Mannschaft mit dem deutlich mehr Chancen. Wir gewinnen hier 2-1 und grundsätzlich muss man echt sagen, ne, wir kassieren zwar zu oft noch dieses eine Gegentürchen, aber grundsätzlich ist die Abwehr wirklich stabil, ne?
Und ihr wisst, das ist meistens immer mein größtes Problem, ne? Aber wenn man guckt, gegen Dresden ein Gegentor, gegen Kiel, gegen Bielefeld, davor nur ein Gegentor, gegen Regensburg, also jetzt schon 4 Spiele, wo man nicht mehr als ein Gegentor bekommen hat. Wenn man es noch etwas öfter schafft, die Null zu halten, dann können wir auch auf jeden Fall weiter und weiter erfolgreich sein, ne? Bostogan auch kurzzeitig mal verletzt für 5 Tage, alles cool, nur ein bisschen angeschlagen. Nächstes Spiel ist hier gegen Bochum. Verdammt wichtiges Game, weil die sind aktuell Dritter, wir sind Vierter und mit einem Sieg könnten wir theoretisch an dem vorbeiziehen. Also geben wir Gas und gucken mal, ob das gelingt oder nicht. Hier mal die Aufstellung von Bochum. Im 4-3-3-System spielen sie. Auch hier wieder erfrischend, ein anderes System zu sehen als im 4-2-3-1. Im Turm die Cortes, Calvo und Ordetz in der Innenverteidigung, Furlong und Römmling auf Außen, Pedrosa, Osterhage und Campagna im Mittelfeld, Ogawara, Brun Larsen auf Außen und Borre im Sturm. 4-3-3-System hier beim VfL. Und wir gucken gleich mal auf Schalke, ne? Ist ja auch ein Derby hier, ne? Im Ruhrgebiet. Auf jeden Fall hier ein Derby zwischen Schalke und Bochum. Beide ja zuletzt auch abgestiegen aus der Bundesliga. Und hier Steffen im Tor bei Schalke. 4-2-3-1-System spielen wir hier. Wir gehen auch auf die komplette Mannschaft gleich ein. Und zwar in der Innenverteidigung haben wir Pfeiffer und Friedel. Aydin und Donk kommen auf der Außenverteidigerposition. Cardoso, Flick im ZDM. Hoffmann, Harit, Wallner weiter offensiv und Top ganz vorne im Sturmzentrum. Auf jeden Fall, so will hier Schalke 04 gegen Bochum gewinnen. Top. Ah, der Ball ist gut. Hoffmann. 1-0. So kann man doch ein Spiel starten. Es ist Stadion 04. Nee, natürlich Schalke. Die hier führen. Okay, jetzt bin ich irgendwie komplett raus, ne? Da will man nur einen Witz machen, ist wieder komplett raus. Auf jeden Fall Schalke 04 hier mit der Führung. Ganz, ganz früh in dieser Partie. Top auf Jonas Hoffmann und der Routinier hier in der zweiten Minute mit diesem Abschluss in den Pfosten und Tor. 1-0 Schalke. Und wenn die Abwehr so hält wie in den letzten Spielen, man es vielleicht schafft, die Null zu halten, dann könnte das hier schon einer der Siegtreffer sein, ne? Von der Nummer 18 hier von Jonas Hoffmann. Zweites Tor in der 11. Partie allgemein. Vom Routinier bisher eine sehr, sehr gute Zweitligasaison. Top, der hohe Ball von Top ist überragend gespielt, muss man sagen. Jetzt hier Wallner und es steht 2-0. Also Schalke überrennt hier gerade Bochum. 2-0, Wallner mit dem Treffer, sein zweiter Treffer hier für die Schalker. Aber Top, was spielt der denn bitte mit seinem linken, mit seinem schwachen Fuß hier für Bälle? Überragend. Und die Nummer 7, das Megatalent Wallner mit dem Treffer. Super guter Abschluss, keine Chance für den Keeper da ranzukommen. Der war höchst platziert. Der zweite Treffer auf Wallner in seiner noch so jungen Karriere. Und nach 9 Minuten führt hier Schalke 2-0 auswärts gegen Bochum in diesem Absteigerduell. Ecke für Bochum. Boah, der ist erstmal geklärt. Das war aber auch nicht ganz ungefährlich, wenn man ehrlich ist. Aber gut, Wallner. Und was machen die Bochumer da? Wie verteidigt Bochum das denn? Falls man das überhaupt verteidigen nennen darf. Das ist ja richtig schwach. Jetzt könnte es hier 3-0 stehen. Und sie haben Glück, dass es nicht 3-0 steht. Also die Bochumer haben wirklich verdammtes Glück, dass es hier gerade nicht 3-0 steht. Und können sich bei ihrem Keeper bedanken. Und jetzt hier die Bochumer. Der Schuss aus der Drehung und der ist drin. Überragend gemacht. Also Bordel macht das hier richtig gut. Hier ist wieder unser traditionelles Gegentor. Die Bochumer mit dem Treffer. Hier sehen wir es nochmal. Wir sind eigentlich dran am Zweikampf, ne? Aber nur eigentlich, er dreht sich und dann ein super Abschluss. Hat er wirklich mit einem Killerinstinkt gemacht. Marco Friedel ist da irgendwie dran, kommt aber nicht richtig an die Pille. Und dann aus der Drehung so einen Abschluss abzufeuern, ist wirklich stark von Borde. Also nach 21 Minuten ist hier einiges drin. Wir gucken mal, wie dieses Spiel hier weitergehen wird und ob es weiterhin so spektakulär bleibt. Wallner macht das super. Und der Pass von Wallner ist auch richtig gut auf Donkor. Donkor, kann er sich da durchsetzen, ist nur die Frage. Donkor gibt den Ball lieber nochmal ab. Das war stark gemacht und es steht nicht 3-0. Bisschen lassen wir zu große Chancen noch liegen, ne? Top macht den leider nicht rein. Das hätte fast schon das 3-1 sein müssen. Jonas Hoffmann jetzt hier. Aydin kriegt super viel Platz auf der rechten Seite. Das hat man schon gesehen. Jetzt hier Aydin. Aydin geht da ins Dribbling. Überragend, der Pass abgespielt und es steht einfach 3-1. Das ist überragend gemacht, was Aydin da macht, ne? Wahnsinnig stark, wie er das da macht. Und Jonas Hoffmann mit seinem Doppelpack hier. Ja, holt da was auch immer raus und ballert dann einmal auf die Bochumer. Auf jeden Fall hier Aydin. Diese Aktion hier war entscheidend. Der abgelegte Ball. Jonas Hoffmann macht die dann ganz easy mit der Innenseite rein. Denkt sich, cool down, machen wir, ne? Mit der Innenseite richtig cool abgeschlossen von Jonas Hoffmann. 3-1. Vielleicht eine Art Vorentscheidung.
Hartes Tackling da, ne? Hartes Tackling von unserem Spieler, gibt hier zu Recht Freistoß. Sehen wir nochmal, wie Flick da reingerauscht ist. Boah, das war schon sehr, sehr hartes Tackling. Was gab's dafür? Die rote Karte, muss man sagen, zu Recht, ne? Campagnas Freistoß, Junge! Harit, eher unauffälliges Spiel heute von ihm. Harits Ball, super. Super Pass, super Pass, 4-1. Richtig guter Pass von Harit. Ich sage eben noch, unauffälliges Spiel von ihm. Dann gibt er hier so einen Pass und top, ebenfalls mit dem Doppelpack. Feiert sich da, ne? Hier Armin Harit, was für ein super Pass über so viele Meter. Mit dem linken macht ihn top hier und heute rein. 4-1 in Unterzahl, das Spiel ist entschieden. Es war gar kein Doppelpack, Wallner hatte ja den anderen Treffer gemacht. Sorry, das war kurz eine falsche Information. Auf jeden Fall top mit seinem ersten Treffer in dieser Partie. Ja, und jetzt hier Bochum, oder was? Bochum? Ah, ich komme zu früh raus. Das ist mein Fehler. Ich komme zu früh raus mit dem Keeper, ne? 4-2. Bochum macht hier den nächsten. Ziemlich schnelle Antwort. Da bin ich einfach viel zu früh raus mit Steffen gekommen. Das war unnötig. Der hätte man deutlich länger warten müssen. Ne? Nicht nur können, sondern müssen. Das war nicht die schlauste Aktion meinerseits. Na gut, die Bochumer sind wieder ein bisschen dran. Trotzdem sieht das ja immer noch ganz gut aus hier mit einem 4-2 für uns. Oh, der Ball ist gut. Der Ball ist gut. Das ist richtig gut gespielt und die Bochumer sind wieder da. Die Bochumer sind wieder da. 4-3. Das ist ein wildes Game hier. Bochum ist wieder back. 4-3. Man spielt halt in Unterzahl. Hat sich hier jetzt aussteigen lassen. Hat irgendwie eine Abseitsfalle versucht. Aber da kam er super mit angelaufen. Ganz schwach. Ganz schwach verteidigt hier von Schalke. Und Bochum innerhalb von 3 Minuten machen sie das 4-2 bzw. das 4-3. Und jetzt muss man aufpassen auf Schalkers Seite, dass man hier nicht das 4-4 kassiert. Freistoß. Freistoß für die Bochumer. Der kommt hoch. Der kommt nicht schlecht, aber Steffen hält den. Steffen hält den. Wichtig. Vom US-Amerikaner. Er kann den Ball halten. Schalke ist sich komplett an einmauern, während Bochum versucht, mit einem Vorstoß nach dem anderen hier irgendwie zum Erfolg zu kommen. Aber auch diese Ecke wird hier geklärt. Das ist der Kampf der Schalke aktuell. Köhn wirft sich da rein. Trotzdem Bochum weiter mit dem Ballbesitz. Die Bochumer, das ist gefährlich. Wieder Steffen. Wieder Steffen. Nochmal Steffen. Und nochmal Steffen. Hat den Ball. Und einfach weg mit der Pille. Einfach weg damit. So weit es geht. Weg vom Tor damit. Wir verteidigen uns noch. Wir sind auf sehr defensiv inzwischen. Die Bochumer hier. Die versuchen es hier mit diesem weiten Abschlag. Das ist durchaus gefährlich. Aber Schalke steht tief. Schalke steht tief. Der Schuss wird abgewehrt. Und wieder weg mit der Pille. Einfach nur weg. Schalke will nur, dass das Spiel hier endet. Schalke will einfach nur, dass das Spiel hier endet. Campagna. Und jetzt hier. Na, den haben wir. Ecke. Nächste Ecke. Marco Friedl klärt den, aber nächste Ecke Bochum. Nächste Ecke hier Bochum. Was haben sie vor, die Bochumer? Der wird erstmal weggehauen, aber Bochum hat weiterhin den Ballbesitz. Mit Tolba. Ja, jetzt kommt auch der letzte Schalker wieder mit nach hinten. Das ist gut gespielt gewesen. Brun lassen, aber Steffen hält den. Der Torhüter von Bochum ist noch nicht mit vorne. Interessant, dass sie nicht komplett all-in gehen. Aber auch der Ball wird hier erstmal geklärt und es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, das war ein hartes Foul. Das war ein hartes Foul. Und es gibt die zweite rote Karte. Aydin kriegt auch nochmal rot hier in der 91. Minute. Das war ein zu harter Einsatz, sagt der Referee. Das war ein zu harter Einsatz, sagt der Ref hier. Hier gucken wir uns nochmal an. Er kommt da viel zu spät, rauscht von hinten rein. Das ist jetzt hier vielleicht die letzte Chance der Bochumer. Dieser Freistoß könnte die letzte Chance sein. Sie legen den nicht ab. Und der kommt direkt und der ist drinne. Brun Larsen mit dem Treffer für Bochum. Sie drehen die Partie hier von dem 4-1. Machen sie hier noch das 4-4. Boah. Bochum schafft es. Bochum schafft es in diesem wilden Game hier in der 92. Minute den Treffer zu erzielen. Hier sehen wir es nochmal, ne? Rübergelaufen und dann ist der Freistoß aus 28,8 Metern perfekt geschossen. Keine Chance für Steffen ranzukommen. Keine Chance. Keine Chance für Steffen da ranzukommen, ne? Wahnsinnsspiel. Schalke versucht sich zu verteidigen, Schalke schafft es nicht und am Ende ist hier Bochum da. Oder ist es noch nicht das Ende? Cardoso versucht durchzulaufen, das klappt leider nicht. Und jetzt kannst du eigentlich auch abpfeifen, Ref, oder? Macht der Torhüter hier noch irgendwie einen groben Fehler? Leider nicht. 4-4, wildes Game, 2 rote Karten, 8 Tore, ein Last-Minute-Treffer.
Und eine Lehre für die Schalker, dass man nochmal einen Ticken stabiler sein muss, ne? Wenn man wirklich auch aufsteigen will. Man muss noch einen Ticken stabiler sein, wenn man aufsteigen will. Noch ein bisschen souveräner. Irgendwann es auch einfach mal schaffen, die 0 zu halten, weil man war in der Anfangsphase dieser Partie komplett dominant. Man hätte gut und gerne mit 3-0 führen können, dann wäre die Partie höchstwahrscheinlich schon rum gewesen. Aber das ist natürlich nur hätte, wäre, wenn. Ihr wisst es ja, hätte, wäre dreckige Unterhosen. Das bringt niemandem was. Gehen wir auf jeden Fall hier kurz in die Tabelle rein. Wir sind aktuell auf Platz 5, ne? 18 Punkte. Ist solide, aber auch nicht wirklich gut für eine Schalker Mannschaft, vor allem nicht für diese Schalker Mannschaft. Wir sind 3 Punkte jetzt hinter Bochum, die direkt auf dem Aufstiegsplatz sind, ne? Da haben wir noch was aufzuholen. Fürth momentan ungeschlagen auf Platz 1, was sehr interessant ist. Zwar schon 5 Unentschieden, aber immerhin ungeschlagen, sehr, sehr stark. Und wir werden sie jagen. Alvelosche meldet sich jetzt fürs Erste ab. In der nächsten Folge sind wir hier im Pokal gegen Viktoria Köln. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall und bye bye.